Ja, hallo liebe Freunde von Jesolo Cavallino, liebe Freunde vom Jesolo Magazin. Italien ist schwer getroffen von der Coronavirus-Krise. Das Leben steht praktisch still. Die meisten Leute befolgen es wirklich sehr gut, die Dekrete von der Regierung, und bleiben auch zu Hause. Zu Hause in den eigenen vier Wänden, rausgehen nur, wenn es absolut notwendig ist, das heißt in die Apotheke oder für einen Einkauf. Auch in Italien ist die Lebensmittelversorgung gewährleistet. Die Leute werden nicht verhungern. Das heißt, das Leben geht weiter, nur extrem eingeschränkt. Das heißt, es wird kaum in die Arbeit gefahren. Es wird einfach nur das Allernotwendigste gemacht. Diese Maßnahmen werden auch in Österreich und Deutschland auf uns zukommen. Das werden wir nicht verhindern können. Der Virus breitet sich sonst sehr, sehr rasch aus. Das hat man gesehen. Am Anfang ist es noch etwas locker genommen worden in Italien. Man sieht ihn nicht, man riecht ihn nicht, man hört ihn nicht, den Virus, aber auf einmal sind die Fallzahlen in die Höhe geschnallt. Besonders betroffen die Lombardei, also die Gegend rund um Mailand. Da sind auch sehr viele Modefabriken angesiedelt. Da waren die Ausbreitung sehr rasant und da ist auch jetzt nach wie vor die größten Fallzahlen zu vermelden. Aber auch im Veneto, also da, wo ja Jesolo und Cavallino, also in diesem Gebiet, wo das liegt, sind die Fallzahlen nach oben gegangen. Es hat einfach zur Folge, wenn man da nichts dagegen unternimmt, dass die Intensivstationen einfach überfordert sind. Das heißt, die können diese Anzahl an Menschen gar nicht mehr aufnehmen, geschweige denn irgendwelche anderen Notfälle. Das heißt, nicht notwendige Operationen werden ohnehin schon nicht mehr durchgeführt. Und die sind absolut an ihrer Grenze angelangt, diese Krankenhäuser, Krankenschwestern, Ärzte, die arbeiten alle weit über dem, was sie eigentlich leisten können. Großartige Arbeit wird hier geleistet und es ist wirklich ein großes Zusammenhalten in der ganzen Region, im ganzen Land spürbar. Ganz toll gestern die Flashmob-Aktion, die Leute singend am Balkon. Absolut gigantisch, was sich da bewegt hat im gesamten Land. Es ist ein stolzes Land, die Leute feiern sich, sie wissen, sie müssen das gemeinsam durchstehen, einfach absolut großartig. Was unsere Freunde in Italien jetzt natürlich sehr getroffen hat, ist eine Riesenstornierungswelle. Das muss man sich vorstellen, man sitzt in einem Betrieb und es kommt ein Storner nach dem anderen herein. Man weiß überhaupt nicht, wie man dieses Jahr wirtschaftlich überleben soll. Muss die Leute kündigen, Saisonvorbereitungen verschieben, Investitionen verschieben. Also ein ungeheures Ausmaß. Ich mache euch jetzt alle einen Vorschlag. Die Hotels gehen extrem kulant mit Stornierungen um. Also wenn ihr noch nicht storniert habt, lasst das bitte bleiben. Nicht stornieren. Haltet die Reise aufrecht. Man kann es immer noch kurzfristig stornieren, sollte die Lage so bleiben. Und macht einmal Folgendes: Schreibt den Betrieben, wo ihr sonst immer hinfahrt, einfach mal ein paar positive Worte, dass ihr hinter dem Land steht, dass ihr sehr gerne wiederkommt. Das freut die Leute ungemein, dass wir sie nicht vergessen, dass wir Touristen einfach wieder wahnsinnig gerne in dieses Land kommen. Und setzen wir ein positives Signal: Die Leute brauchen jetzt unseren Rückhalt und unser Wissen, dass wir auch wiederkommen werden. Also wir werden dieses Land wieder besuchen, nur wir müssen halt einfach ein bisschen warten. Es ist einfach nur mal auf Pause gesetzt, alles ein bisschen, bis sich das wieder beruhigt. Alle müssen daran arbeiten, dass sich das Virus nicht mehr weiter verbreitet. Schauen wir positiv in die Zukunft und hoffen, dass sich das bald beruhigt. Immer sehr positiv. Wir schauen auch immer, dass wir es berichten auf unserer Facebook-Seite. Die geheilten Fallzahlen, da sind wir schon weit über 1000 Fälle, die geheilt sind. Leider auch schon über 1000 Todesfälle. Das heißt, das gilt jetzt einfach drastisch einzuschränken. Ich hoffe, dass diese strengen Maßnahmen jetzt wirklich wirken und helfen. Leider halten sich nicht alle daran. Heute hat in Jesolo der Zivilschutz ausrücken müssen. Die Polizei muss die Zufahrten wirklich kontrollieren, weil leider nicht nur die tatsächlich in die Arbeit fahren und von der Arbeit kommen, die Wege nach Jesolo nutzen, sondern es wollen immer noch welche an den Strand gehen und spazieren gehen. Das ist jetzt einfach momentan nicht möglich. Ein paar Wochen müssen sich da alle noch etwas einschränken, damit vielleicht noch ein bisschen was von der Sommersaison gerettet werden kann. Die Ostersaison ist praktisch gelaufen.
Die ganzen Campingplätze in Cavallino haben sich schon darauf geeinigt, nicht vor Mitte April zu öffnen. Das heißt, die Öffnung wird eher in Richtung Ende April bzw. Mitte Mai verlegt. Ja, soweit einmal zur aktuellen Lage. Machen wir das Beste daraus. Bitte schaut, dass ein paar nette Worte nach Italien schickt. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Arrivederci und ciao.